Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sascha und das da ist der Marc Hagenbeck. Hi. Und wir reden heute über den 15. September. Und am 15. September haben wir natürlich wieder ein Geburtstagskind. Und das Geburtstagskind ist in diesem Falle Harry Mountbatten Windsor. Ja, kennt man ja. Am besten bekannt natürlich unter dem Namen Prinz Harry. Ja, von Großbritannien. Genau. Genau. Er ist der jüngste Spross von Prinz Charles und Lady Di. Wird höchstwahrscheinlich niemals König sein, aber Prinz. Prinz auf jeden Fall ist er. Prinz ist er auf jeden Fall. Theoretisch könnte er noch natürlich König werden, aber natürlich sehr unwahrscheinlich. Erstmal muss sein Papa irgendwie weg sein. Sein Bruder. Und sein Bruder. Genau, ja. Dann muss er. Also. Obwohl, man weiß ja nie. Teufel ist ein Eichhörnchen. Ja. Ja, genau. Am 15. September 1959 ist auch der russische Regierungschef Nikita Khrushchev nach USA gekommen. Ja, das war der erste sowjetische Regierungschef, der in die USA gereist ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Und er hat dort eine zweiwöchige Rundreise in die USA vorgenommen, was ja auch ganz angenehm ist. Zwei Wochen USA ist ja eigentlich ein schönes Land, auch wenn dort regierungsmäßig das ein bisschen chaotisch ist. Aber letztlich kann man da mal schon ganz gerne sein. Da kann man schon mal ganz gerne sein. Ja, und zwei Wochen ist der Nikita Khrushchev da gewesen. 1959 und das begann am 15. September. Warst du schon mal in den USA? Ja, ich war schon mal in Boston damals. Boston und so ein bisschen rumgefahren, da irgendwie in Massachusetts. Massachusetts? Ja, war ganz nett. Muss man schon sagen. Schön. Ja, am 15. September 1957 wurde bei der dritten Bundestagswahl die Mehrheit der CDU-CSU zugeschlagen und seitdem regierten sie dort mit absoluter Mehrheit. Ja, seitdem lassen sie sich mehr vom Thron schubsen. Ja. Ist zwar immer ein anderer, der irgendwie vorne dran ist, aber seitdem CDU-CSU. Das muss auch mal sich ändern. Leute. Warum auch immer. Ja, das muss sich auch mal ändern. Ja, das muss sich mal ändern. Ja. Aber bitte vernünftig, nicht irgendeine Quatschpartei wählen. Quatschpartei. Aber haben wir mit CDU, CSU haben wir auch schon eine Quatschpartei, so ein bisschen. Ja. Ne? So, 15. September war das heute. Wir haben ganz viel gelernt, ganz viel Angeberwissen. Mhm. Und morgen ist der 16. September und da könnt ihr wieder reinschalten und da könnt ihr noch mehr Angeberwissen bekommen. Ja. Das war Marc Hagenbeck, unser Mentalist. Mastermind auf Shoki Banoki. Und ich bin der Sashi. Und wir sagen Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut. Tschüss.